Hühnerfleisch. Das Hühnerfrikassee war schon echt gut. Leute, ich hab den anderen getroffen im Hintergrund. Oh, wie gut. Die Vögel kann man also tatsächlich snipen. Das ist nicht nur Design. Wie gut ist das denn? Ich hab hier noch mal. Also, sowas. Also, ich habe gelernt, dass man sich am Essenstisch nicht so in den Zähnen bohrt und sowas. Aber da sitzt man ja auch vor 4 Menschen, ne? Ich sitze jetzt nur vor 200 Menschen. Da kann ich mir ruhig in den Zähnen bohren, glaube ich. Alter, die blocken mich hart. Die blocken mich hart. Ja. Yeah. Geh mir aus dem Weg. Woher seid ihr gekommen? Die alte Wasserzisterne. Manchmal würde es so riechen, als ob... Ich war sicher, ich hätte irgendwas gehört. Leute, jetzt so ein Hund wieder erweckt. Großer Heim. Ja, die Falle war. Eine Lehre sein. Wer ist da?
Das wird euch eine Lehre sein. Hier liegen schön viele Healpots, das ist der Hammer. Wie lange habe ich schon keine keine Schlösser mehr geknackt. So, das wollte ich sagen. Ja, gespielt, ey. Kleiner Hype, düm, 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 kleiner Hype, düm, düm, düm. Warum habe ich jetzt Ohrwurm davon? Weil Claire das, glaube ich, vorhin gesungen hat. Ja. Dann kommt LOL. Guten Abend, Javens. Oder morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen passt, ne? Du, du, du. Oh nein. Was ist mit oh nein? Was ist hier nur geschehen? Alles ist heruntergekommen. Der ganze Ort sieht so tot aus, als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Dieser Weg führte zur großen Halle der Burg. Vater hat ihn allem Anschein nach versiegeln lassen. Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spazieren gegangen. Es war einst ein wunderschöner Ort. Dieser Garten gehörte meiner Mutter. Er... Wisst ihr, wie schön etwas sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Ihn so zu sehen, hätte ihr das Herz gebrochen. Wartet. Stimmt nicht mit dieser Monduhr hier. Einige Teile fehlen und das Zifferblatt ist schief. Ich wusste gar nicht, dass diese Teile entfernt werden können. Vielleicht will Mutter uns damit etwas sagen. Da wollen wir mal suchen. Ah, oh, siehst du, hab ich gleich das nächste gefunden. Spam, spam, spam. Hier. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Naja, ich hab's doch schon rausgefunden, Mensch.
klug, Mutter. Wirklich sehr. Easy. Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlangt würdest. Ja, ein Eingang unterm Innenhof. Boah, ich würde sagen, das verlaufen Gänge direkt unterm Innenhof. Meine Güte, also. Diese Vampire heutzutage sind echt Intelligenzbestien. Das ist der Hammer. Ne? Also, Kombination. Einfach nur eine glatte 1. Vielleicht sogar 1 plus. Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Wir stoßen auf deine Mutter. Diese wiederbelebten Mistviecher immer auf uns losgehen, wenn ich den Damage mache. Das sind eigentlich Untergebene dann, oder nicht? Die Viecher dürfen mir eigentlich keinen Schaden machen. Das sind keine Dinger mit, da seid ihr, ja. Mit Willen. So leicht werde ich nicht sterben. Fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Guten Morgen, Wemser. Wer ist da? Das hat
Was habe ich da aufgehoben, ey? War das ein Bogen? Oder was? Oder was? Was habe ich da wieder für Müll aufgehoben, ey? Ach, das. Der 50. Geburtstag war anstrengend. Genauso wie Freitag. Deswegen, ich bin schon relativ fertig, ey. Ja, mal sehen. Oh, lol. Das sah aus wie eine Tasche, die ich durchsuchen kann, ey. So, jetzt speichere ich hier. Aussortiert. Meinst du, die Viewer kommen jetzt schon aus dem Bett? Viele pennen noch. Wer ist da? Das wird euch eine Niere sein. Das wird euch eine Niere sein. Dabei hast du gar nichts gemacht. Schlafen wird überbewertet? Nee. Schlafen ist richtig geil, ey.
seid ihr gekommen? Ja, dieses Nachfolge gut geschaffen, das werden wir wieder 1 Milliarde Mal hören, obwohl das vollkommen dumm ist und. Tja, warum habe ich keinen Dedra-Bogen, ne? Hätte ich den Dedra-Bogen, wäre es auch schon langweilig. Wer ist da? Wer ist da? Zweimal, ey. Hurricane. Damit snipe ich sie alle doppelt so gut um. Wo bist du, Hebel? Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Wie viel Gold ich habe? 22.000.
Dein gepanzerter Troll quittiert seinen Dienst, ey. Fick dich. Du bist nicht mitgekommen. Weißt du, Mist, wie verfolgt mich nicht? Und geh dann einfach raus. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Entweder bin ich zu blöde. Oder ich weiß nicht, wo ich diesen Scheißhebel finde. Wir sind fast am Ziel. Ich bin zu blind. Hier muss man noch einen Hebel betätigen, oder? Oder ist das ein Knopf? Oder... anscheinend einfach zu blöde. Willst du mich verarschen? Setzt der Typ sich hin, ey. Ach, die musst du anzünden? Ja. Boah, ich darf Fackeln zum Anzünden? Höchstwahrscheinlich, ne? Um die hier anzuzünden. Ich habe gerade alle meine Fackeln weggeworfen, ey. Otz PZ, Otz. Jo, Varo, guten Abend. Morgen, Skyrim. Und da du nicht mal weißt, welches Spiel das ist, wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen, was ich hier für eine Scheiße veranstalten muss. Meinst du Feuerzauber? Nein. Wollt ihr mich verarschen? Irgendwas übersehen. Ach, von hier bin ich doch nicht gekommen, oder? Von hier bin ich gar nicht gekommen, ey. Ich dachte, von hier wäre ich gekommen. Ihr Typen, ey, ihr Typen. Ist auch keinem von euch aufgefallen, ne? So, guckt ihr alle auf dem Bildschirm, ey, wie die letzten schlafenden Leichen und keiner von euch sagt mir, dass ich dumm bin. Dieses Mistvieh aber erschrocken. Ganz schön hässlich, diese Biester, ey.
seid ihr gekommen. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Bestimmt gibt es hier noch eine Art Geheimgang. Oh, das sieht ja mal übelst stylisch aus, Leute. Meine Fresse, na, wenn das nicht geil ist. Das hat sogar so ein klein wenig Style. Also so richtig, also finde ich zumindest, meine Güte. Mit so einem Umhang. Oh yeah, das sieht ja so richtig Mörder aus, ne? Warte, muss ich mal den Bogen anlegen hier. Wir sind fast am Ziel. Oh yeah. Meine Armbrust. Ja. Naja, das geht so, ne? Also. Ich hab die Bolzen auch da hängen. Ja, das sieht schon um einiges besser aus. Gut, dass diese Rüstung besser war als meine, ey. Dann sehe ich jetzt endlich mal wieder gut aus, ey. Ich krepel hier die ganze Zeit wie so ein Clown rum. Warte mal, halt, stopp. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Ja, habe ich jetzt auch schon verstanden. Ja, ich habe null Zauber, aber die Rüstung war halt auch besser, ne? Und diese 50% Magieresi, ach, Giftresi, who cares da? Fuck. Braucht doch keinen Arsch. So, Mutti, wo bist du? Seht euch doch nur diesen Ort an. Das muss es sein. Ich wusste, dass sie sich intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Was ist das hier? Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher, aber er muss eine Funktion haben. Ich dachte, wir finden jetzt deine Mutter hier. Finden also nicht deine Mutter hier? Ist deine Mutter da? Ach, jetzt was. Etwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Guten Morgen, Kajira. Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Das ist eine lange Geschichte. Die Kurzfassung ist, dass meine Eltern und ich, wir waren Anhänger von Molag Bal. Ich weiß, aber wie auch immer. Molag Bal ist der Ursprung des Vampirismus und er verleiht dieses Geschenk noch immer seinen überzeugtesten Anhängern. Das ist keine verwässerte Kinderkraft, die ihr von einem anderen Vampir bekommt. Wir sind Geschöpfe reinen Blutes, Vampire des Ursprungs. Wir haben es uns verdient. Was ist eigentlich das Ziel in Skyrim? Der Boss von allem zu werden, der Chef im Geschäft. Alter Schwede. Ach, die sind der Kurios-Troll, ey. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Meine Mutter war in magische Konstrukte ganz vernarrt. Nein, nicht, was ihr wieder denkt.
Sie fand sie schlicht und einfach faszinierend. Dexion sagte etwas über diese Schriftrolle. Was war es? Hat es etwas mit Drachen zu tun? Vielleicht sollten wir es in der Akademie von Winterfeste versuchen. Das klingt wie etwas, womit sie sich auskennen könnten. Wo ich so lange war? Ich war gestern, vorgestern, daran, Samstag. Ich erinnere mich, dass sie ein Tagebuch besessen hatte. Vormittags am Stream. Und freitags nicht. Weil ich war beide Tage halt weg. Ja, ernsthaft, ey. Dieser Darkurius ist immer noch nicht TS, ey. Meine Güte nochmal. Guten Morgen, Mirko. Schnell vor der Arbeit mal reinschauen hier. Reinschauen. Sucht weiter nach ihren Notizen. Sie hatte bestimmt ein Tagebuch oder etwas in der Art. Ich erinnere mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte. Vielleicht könnt ihr es finden. Hattet ihr schon Glück? Ach ja, lasst sie mich sehen. Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Salze der Leere, Salze der Leere. Was geht denn ab? Moin, grüß dich. Jetzt habe ich den scheiß Bug. Mit der scheiß Maus, ey. Oh nee. Er musste immer im Magie-Menü halt sein, da dieses Objekte-Magie-Dings und dann erst raus. Was ist? Objekt, Magie? Du verwirrst mich. Naja, halt, wenn du Tab drückst, halt, ne? Und dann erst auf, dann raus aus dem Spiel. Dann kommt das nicht. Also muss ich erst in Magie rein? Ja, drückst halt Tab da, dieses, ne? Nord-Süd-Ost-Dings da und dann kannst du raus. Halt dieses Fadenkreuz, kein Plan, wie es heißt. Ja, jetzt habe ich es schon wieder. Oh, das ist richtig abfuck, wenn du deine Maus so siehst. Oh mein Gott. Aber nur einmal den Scheiß das, dann hast du es halt auch immer. Kannst du auch nichts mehr machen. Musst halt neu laden. Hast du auch Skyrim gesuchtet oder was? Ja, aber schon eine Weile her. Ich hab's, wo es neu rauskam, habe ich es gezockt. Also die DLCs so habe ich zwar auch, aber habe ich nicht mehr wirklich gezockt. Das ist ja jetzt gerade DLC, was ich zocke, ne? Dieses Vampir-Kram. Ja. So. Als du da in dieser Winterfeste warst, ne, bei diesen Zauberern, da hättest du einfach so einen billigen Lichtzauber auf der unten auf die Plattform machen müssen. Hättest gar nichts beschwören brauchen. Dann wärst du da reingekommen. Ich dachte, ich muss da was beschwören.
Nee, du lernst doch von der alten so einen Zauber. Das ist einfach so ein Licht, da dann hast. Und das reicht schon. Und das kostet ein paar Magicka, so weiß ich nicht, 30 Magicka oder so. Das hätte gereicht. Habt ihr Mühe, diese Zauber? Ich hab halt meinen Typ hier auf Zauber also gezockt. Du hast Zauberer gezockt? Ja. Einen anderen, den ich hochleveln wollte, wollte ich jetzt auch auf Zauberer machen, aber ich stehe da erst auf. Ich stehe da. Lol, ich hab mich vergiftet. Ich stehe da eher so auf. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Ja, habe ich auch probiert, aber ich weiß nicht, so. Ich fand's halt OP, kannst dich halt immer heilen, ne, so mit diesem Wiederherstellungszeug. Du brauchst keine Heilpots, nix. Sind Gold, ey. Fein gemahlenes Knochenmehl. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Regale, Tische. Sie hat sie bestimmt nicht versteckt. Was brauchte die alte Tante noch, ey? Karaffe. Erstmal eine Karaffe. Gereinigtes Salz der Leere. Feuersalz. Hast du eigentlich irgendwelche Berufe geskillt oder nur so Fähigkeiten halt? Nur Fähigkeiten. Gebt die Zutaten in das Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Was für ein Gefäß? Zutaten. Was war das jetzt noch? Salz der Leere. Papierstaub. Was noch? Feingemahlener Papierstaub oder was war das? Nee. Was macht die Alte da jetzt? Ein Trank oder was? Ich soll, glaube ich, einen Trank machen. Irgendwie, ja. Salz der Leere habe ich hier. Irgend so ein blauer Schimmelkram war das doch noch, oder nicht? Lol, jetzt habe ich schon wieder, also sowas. Ich bin zu blöde. Muss jetzt einfach nochmal nachgucken, ey. Fein gemahlenes Knochenmehl. Seelensteinsplitter. Ach so. Ich soll es in ein Gefäß legen und nicht selbst verarbeiten. Wie lege ich das in ein Gefäß rein? Ah. Ach, mein Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Gott, nochmal, ja. Dass es so einfach ist, das wusste ich nicht, ey. Seid ihr bereit? Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Ja, sieh zu jetzt. Das Einfachste hast du, ey. Blut da rein. Los. Gut, dann mal los. Ja, wird Zeit. Wo nur die ganze Zeit faul daneben stehen, ey. Ich zück schon mal meine Armbrust. Da gehen wir rein, das ist prima. Darf ich jetzt hier rein?
Jetzt soll ich schon wieder mit der reden? Ist in Ordnung? Es hat sich ja wehgetan. Was ist los? Wenn ich genau darüber nachdenke, hätte ich wohl damit rechnen müssen. Tut mir leid. Das ist nicht leicht zu erklären. Zur Seelengruft. Okay. Hört sich ja nicht gut an. Soll ich sagen, hungrig. Es versuchte, euch eure... Kommst du in... Was ist das? Unterwelt oder was? Kommst du in die Hölle? Keine Ahnung, ich bin ja nicht mal rein. Vielleicht doch, aber ich glaube, die Lösung wird euch missfallen. Vampire ziehen nicht zu den Lebenden. Ich könnte vermutlich problemlos hindurchgehen. Ist vermutlich nicht eure erste Wahl, oder? Vielleicht. Wir könnten den Wegzoll natürlich auch auf andere Weise entrichten. Wenn es eine Seele will, dann soll es eine haben. Eure. Meine Seele? Meine Mutter hat mir ein paar Tricks beigebracht. Ich könnte nur einen Teil eurer Seele mit Seelenfalle einfangen und den resultierenden Seelenstein den vollkommenen Meistern präsentieren. Das könnte reichen, um sie zu befriedigen. Es würde euch auf unserer Reise durch das Seelengrab etwas schwächen, aber das könnten wir beheben, wenn wir einmal im Innern sind. Vielleicht. Es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe einen besseren Weg für euch. Einen einfacheren. Ihr sollt aber wissen, dass ich euch nicht weniger schätzen werde. Ganz gleich, wie eure Entscheidung ausfällt. Manche Dinge müssen eben einfach erledigt werden. Niemand weiß das besser als ich. Ja, soll ich jetzt Vampir werden? Also eigentlich ist, also ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe in den Foren immer gelesen, Vampir ist beschissener wie Werwolf. Weil als Werwolf kannst du dich ja verwandeln, wann du willst. Und Vampir musst du ja immer trinken, weil du dann... Weiß nicht. Taschendiebstahl, ey. Ja. Dieser scheiß Opa hat mich auch mal verprügelt, dann hast du es vorhin gesehen. Nee, ne? Warst du schon weg? Seid ihr sicher? Ich kann es gerne machen, aber ihr solltet euch das gut überlegen. Ihr bleibt sterblich, aber ihr werdet euch geschwächt im Seelengrab wiederfinden. Ja, ja, seht zu, was geschwächt. Ach komm, ey. Ich weiß, dass das nicht leicht für euch ist. Ich bin Werwolf, ja. Und ich bin halt Van Helsing. Ich habe eine Armbrust, bin Werwolf und jag Vampire. Hallo? Da kann ich nicht auf einmal werden. Und du hast deine Feuerresi ist dann im Arsch, ne? Also nimmst dann erheblichen Feuerschaden, wenn du Vampir bist. Ich verspreche es so schmerzlos wie möglich zu machen. Haltet still. Gehen wir. Mutter müsste auf der anderen Seite dieses Dings warten. Tat mir gar nicht weh. Muss ich. Erstmal gespeichert und dann los! Die sind hässlich, Alter. Eklig hässliche Mistviecher. Guck sie dir an, wie die aussieht. Ich habe Mitleid mit den Toten, die hier auf ewig gefangen sind. Doch, die haben gesagt, dass... Es scheint fast so, als würden sie immer noch leiden. Man kann Vampir werden, auch als Werwolf, weil das überschreibt einfach. So blub. Das Vampirblut ist anscheinend stärker und dann bäm. Werwolf. Raus. Seelenhülle, Alter. Das Scheißding wollte ich nicht aufheben. So, jetzt halt mal stopp. Sind Seelen böse? Was ist das? Kommt auf die Seele an, ne? Die fliegen hier rum. Wollen die mir was? Oder mein Bolzen fliegt durch. Licht im Schatten finden. Ich kann keinen Taschendiebstahl anwenden. Naja. Hier hinten hat mich irgendwas aufgespürt, als ich den Bolzen hier geschossen habe, war hier irgendwas. Irgendwas wollte ich mir hier zu Leibe rücken. Gucken, was sich hier unten so rumtreibt. Vielleicht musst du ja jetzt alle killen, die du schon mal umgebracht hast. Komm, jetzt die ganzen Penner und rächen sich. Ja, das wäre cool. Würde ich gerne nochmal abschlachten. Durch diese komischen fliegenden Seelen.
wird euch eine Ehre sein. Weil der schlägt sich mit der Seele. Willst du mich mobben? Ich dachte, der will was von mir. Da hinten läuft noch ein Knochenmann. Wer ist da? Boah, Armbrust ist so geil, ne? Hast du auch Armbrust gehabt früher? Ne, du hast keine DLCs gespielt, ne? Ne. Also ein bisschen angespielt, aber ich hab's halt dann, weil ich schon Skyrim dann in der Normalform so viel gespielt habe, ich keinen Bock mehr gehabt, so. Also ich war's mir dann genug. Komischen Knochenmänner. Naja, in Skyrim ist das anscheinend nicht so mit immun gegen Vampirismus, wenn man Werwolf ist und so. Phil Crafter, guten Abend. Da ist es eben mehr so Jacke wie Hose. Hauptsache, es passt gerade so ins Spiel. Was ist das für ein Loch? Kann da drauf rumlaufen, aber naja. Das ist echt riesig, Mann. Was ist da los? Was willst du überhaupt machen? Die Mutter suchen. Wen? Ihre Mutter. Die Mutter. So sieht es also auf der anderen Seite aus. Lol, war da ein Pferd? Tatsächlich. Kann ich nicht abschießen. Ich töte in diesem Spiel sowieso immer alles. Ob es Hasen sind, Füchse, weiß der Geier, alles wird gesniped. I am in the Skyrim Hell. Leute, was ist das da oben? Da ist ein riesiger Seelenstein oder was? Ein riesiger Seelenstein. Blut den mal. Da habe ich die ganze Zeit so einen riesen Seelenstein mit dabei. Da kann ich jede Waffe aufladen, die ich will. Ein bisschen einfallslos, oder? Du bist in der Seelenwelt und dann kämpfst du gegen schwarze Skelette. Anstatt gegen Seelen. Irgendwie, naja. Ja, das ist schon ein bisschen crap. Die werden zu schwarzen Matschklumpen. Und haben Geweih dabei. What the fuck? Na gut, ich suche jetzt die Mutter. Äffchen konzentriert. Von wegen. Guckt einfach, was ist nicht, wahrscheinlich kennen die meisten von euch auch nicht die Hölle in Skyrim und deswegen guckt ihr jetzt alles auf dem Bildschirm. Versucht gerade so noch wach zu bleiben. So, was geht jetzt ab hier? Leute, ich komme hier nicht durch. Mutter?
Mutter? Beim Schöpfer. Das kann doch nicht. Serana, seid ihr es wirklich? Ich kann es kaum glauben. Ja, jetzt heult nicht so viel rum. Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Ja, voll das krasse Delay. Bestimmt so 10 Sekunden später. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr. Habt ihr den Verstand verloren? Ich muss mit euch sprechen. Das kommt nicht in Frage. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Vampirjägers wiederfindet? Ich hoffe, ihr hattet nicht die Absicht, euch als Serranas Beschützer auszugeben, um auf diese Weise an mich zu gelangen. Einfach herrlich. Serana sieht in euch einen Beschützer, doch euer stärkster Instinkt scheint mir die Gier zu sein. Meine Tochter ist naiv wie eh und je. Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Als ich aus Burg Volkiha floh, nahm ich 2 Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe Auriels Boden. In der 2. Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur, doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten. Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Seranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Und wie genau gedenkt ihr, ihn aufzuhalten? Wenn ihr das glaubt, seid ihr noch dümmer, als ich ursprünglich annahm. Glaubt ihr etwa, ich hätte diese Option vor der Umsetzung meiner Pläne nicht in Erwägung gezogen? Ihr interessiert euch weder für Serana noch für unsere Not. Es spielt keine Rolle, dass ihr einer von uns geworden seid, um im Seelengrab zu überleben. Ihr seid im Herzen noch immer ein Vampirjäger. Ihr seid hier, weil ihr uns für abscheulich haltet. Niederträchtige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Verstehe. Ihr seid nur hier, um die Tyrannei der Sonne zu verhindern. Ganz gleich, welchen Preis Serana dafür bezahlen muss. Alles andere ist unwichtig. Dieser Fremdling steht auf der Seite derer, die euch jagen und wie ein Tier töten wollen. Und da soll ich euch ihm anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Die ist ganz schön mad, die Alte. Ich wurde schon Jahrhunderte nicht mehr gevögelt. Prophezeiung spielt und dass ihr euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Also habt ihr mich von allen ferngehalten, dass mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen?
Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, was das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Sir. Mein Bolzen ist weg. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich da war er. Ach, da liegt er. Euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht ganz. Um Serranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Ja, seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Who cares? Seid vorsichtig. Ja, dann würde ich sagen, zocken wir jetzt ein bisschen LOL.